Jede und jeder, der heute reingegangen ist, hat schon vielleicht daran gedacht, das könnte zum letzten Mal sein, wo wir Hockey sehen mit der ZSC Lions in diesen altehrwürdigen Backsteinmauern. Und darum hat sich auch der Gabriel Gasser unter die Leute gemischt, unter das Volk gemischt im Hallenstadion. Ist es heute Abend Hockey-Derniere im Hallenstadion? Ja, diese grosse Frage wollen wir natürlich beantworten. Und wir wollen jetzt auch noch mit einer ZSC-Legende reden, und zwar mit Michel Zeiter. Wir haben ihn hier in den Hockey-Fans ausfindig gemacht. Michel Zeiter, ZSC-Legende 1992 bis 2007. 15 Jahre lang war es sozusagen euer zweites Zuhause. Ja, kann man sagen, ich habe eine lange Zeit hier verbracht, eine intensive Zeit, 15 Jahre. Mit vielen Up and Downs, aber eben das alte Hallenstadion erlebt, das neue Hallenstadion, Liftmannschaft, Meistermannschaft und so weiter und so fort. Ich habe nach vor dem Interview gefragt, wo können wir herstehen? Habt ihr ein Lieblingsplätzchen im Hallenstadion? Warum sind wir jetzt hier unten im Foyer mit in den Leuten? Ja, es hat einige Plätze gehabt, wo wir geblieben sind. Hier im Foyer war im alten Hallenstadion noch die Kasse. Die Fans haben einmal stundenlang vorher vor den geschlossenen Gitter gewartet. Wir sind immer da durchgelaufen, haben auch vom Spiel einmal unser Einlaufen hier gemacht und bleibt schön in Erinnerung. Jetzt ist es grösser, schöner, das neue Hallenstadion halt, aber sehr grosse Erinnerungen an die ganze Zeit, vor allem aber auch an das alte Hallenstadion. Und die haben zwei Meistertitel können feiern mit der ZSC Lions. Fans, die freuen sich natürlich, dass es heute das 10. Mal in der Clubgeschichte könnte klappen. Daheim habt ihr schon mal erlebt im Hallenstadion, wie war das? Ja, das war natürlich grandios gewesen. Nach 39 Jahren ganz Zürich gewartet. Wir haben vor 7-8 Jahren eben eine Liftmannschaft gehabt, sind der neue ZSC Lions geworden. Wir sind relativ schnell mit einer guten Mannschaft zusammengewachsen und haben nach 39 Jahren daheim im Hallenstadion einen Meistertitel feiern. Und das war ein unvergesslicher Moment gewesen. Up and Downs habt ihr angesprochen, etwas, was doch speziell ist. Dem haben wir im Interview gesagt, das Hallenstadion hat euch ein zweites Leben geschenkt. Könnt ihr es vielleicht noch in den Down-Moment mitnehmen? Ja, ich hatte hochs und tiefs, erfolgreiche Momente und auch einen Moment, wo ich sehr schwanken kann. Mein Unfall, das ist klar, ist schon 21 Jahre her. Und das war ein Moment, wo ich um mein Leben gebangt habe. Und zum Glück kann ich die richtigen Leute am richtigen Ort gehabt, all die Ärzte und nachher auch das Unispital. Und das war nach dem Meistertitel dann der Tiefpunkt gewesen, kurz darüber runter. Und hatte sehr Schwein gehabt und bin dankbar, dass ich nochmal zurückkommen. Ein lachendes oder ein weinendes Auge, wenn es jetzt heute die Hockey-Derniere wäre im Hallenstadion nach 71,5 Jahren? Also heute, Zürich ist gut unterwegs, Topspieler performen, mental ist es sehr schwierig, sehr hart. Man weiss, wir können nachher 60 Leute am Tag noch in die Stadt. Wir können eine riesige Party feiern, enorme Belastung für Spieler. Und ich bin guter Mutes, weil momentan spielen alle stark. Und ja, wird knapp, aber ich denke, sie machen es heute. Michel Zeiter, merci vielmals. Zurück zu dir, Jan, ins Studio. Ja, ZSC Lions sind auf ihrer Mission 10, der 10. Meistertitel. Aber für den müssen sie noch ein etwas machen heute Abend, weil sie sind im Rückstand nach 40 Minuten. 1-2. Und es geht bald weiter mit Drittel Nummer 3.